Hallöchen, ihr Lieben, und ganz herzlich willkommen zur 10. Folge von Five Nights at Freddy's 2. Wir sind in der Nacht 6 der brutalen, unmenschlichen, nicht zu schaffenden und fiesen Nacht Nummer 6. Und es sollte schon ein Weltwunder sein, wenn ich das jetzt im ersten Anlauf schaffe. Habe ich aber auch schon bei Nacht 5 gedacht. Und irgendwie habe ich es dann doch geschafft. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also frisch ans Werk. Hallo. What on earth are you doing there? Didn't you get the memo? The place is closed down, at least for a while. Someone used one of the suits. Das Restaurant wurde geschlossen. Er fragt, was wir hier noch machen. Keine Ahnung, frage ich mich auch. Ich habe so Sehnsucht nach meinen animatronischen Freunden. Foxy. Wear your uniform. Stay close to the animatronics, make sure they don't hurt anyone, okay? For now, just make it through the night. When the place eventually opens again, I'll probably take a night shift myself. Okay, good night and good luck. Tja, good night and good luck. Gute Nacht und viel Glück. Ja, ja, klingt ein bisschen ironisch. Wobei ich glaube, wir brauchen auch eine Menge Glück in dieser sechsten Nacht. Da reicht das Können allein nicht aus. Habe ich so die Befürchtung. Oh Mann! Balloon Boy, zisch ab. Okay. Foxy, können wir auch mal auf Abstand halten? Okay. So. Wow, und das andere Mädel gleich hinterher. Die Mädels sind sehr schlimm in diesem Spiel. Die waren im ersten Five Nights at Freddy's noch die harmlosesten. Da war eher Foxy und Freddy am schlimmsten. Hier ist es genau umgekehrt. Hier sind die Mädels an der Reihe, hier Terror zu verbreiten. Was? Was war das für ein Geräusch eben? Egal. Oh Mann. Ich kann nicht so viel reden in dieser Folge. Sorry dafür. Ich muss mich so konzentrieren hier. Dann kann ich nicht mehr. Und wenn ich rede, dann eh nur wieder Blödsinn. Hi, Chica. Let's eat. Let's eat. Yeah. Let's kill this arme Nachtwächter hier on your office table. Ich rede so viel Blödsinn. Das ist meistens, wenn ich unter extremen psychischen Druck hier stehe. Zwei Uhr erst, das kann doch nicht euer Ernst sein! Schwinde! Okay. Oh, jetzt kommen die zwei Idioten auch noch! Fuck you! Oh Mann! Spider Foxy oder Mangle, wie er. Oh! Das war der Golden Freddy eben. Den hatten wir auch schon beim ersten Spiel. Ein Easter Egg. Okay, verschwinde, verschwinde, Chica. Hau einfach ab. Die Spieluhr, Terror. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nix high. Oh Mist! Balloon Boy. So, und Freddy, der Chef. Und Bonnie. Okay, die Spieluhr, aber ganz fix. Oh Mann. Hi, Toy Bonnie! Wo kommst du denn her? Ey, ich hatte echt Hoffnung. Das war ja nach 3 Uhr eben schon. Dass ich überhaupt so weit komme, hätte ich nicht geglaubt. Im ersten Versuch vor allem. Wow. Nicht übel. Nicht übel. Alles nach 3 Uhr ist wahrscheinlich auch eine Glückssache, wie ich schon sagte. Ritz, ritz, so.
Hi, Foxy. Dann müssen wir uns die Taschenlampe einteilen. Das war in der letzten Folge extrem knapp. Es war kurz davor, dass die Batterien leer waren. Und dann dauert es nicht lange. Und Foxy erwischt uns. Okay. Bisher nicht viel passiert. Oh Gott, dann werden sie gleich wieder alle auf einmal kommen. Ja, schon geht's los. Ich kenne doch meine Freunde hier. Okay. What the Scheiße, diese Verfurrmaske. Ja, komm, Chica, gib ihm. Danke. Diese Scheißmaske hat wieder geklemmt. Das wird so fies diese Nacht. Das wird. Okay. Ich nehme gerade hier mich die letzten Konzentrationsreserven aufgerufen. Ihr zwei schon wieder und da hängt der Mangel an der Decke. Jetzt machen sie alle hier Terror auf höchster Stufe. Okay, ich glaube, ich werde gleich Besuch haben. Bonnie oder Chica. Nach diesem Hi und Hello. Hi. Ah! Den kann ich genauso wenig leiden. Der greift uns zwar nie persönlich an, aber blockiert unsere Technik. Dann hat Foxy freies Spiel. Wow! Okay. Oh Gott. Nein, was mache ich denn, ich Idiot? Falsch geklickt. Normal wird das schwer bestraft, gerade Nacht 6. Kann man sich sowas nicht erlauben hier. Oh, jetzt kommt der auch noch. Spider Foxy. Weiß nicht, ob man den mit der Taschenlampe auch ein bisschen wegwimmeln kann oder ob der nur die Maske irgendwie verabscheut. Hallo. Hallo. Okay, verschwinde, verschwinde, verschwinde. Da ist Foxy. Wow. Okay. Nix! Oh! Geht das noch? Geht das noch? Geht das noch? Komm, ja, danke. Nicht lang. Keine Chance. Keine Chance. Komm. Wer kommt zuerst? Ja, Foxy. Meistens ist es Foxy. Das ist so schwer. Das ist so schwer. Okay. Ein Versuch noch in dieser Folge. Ansonsten geht's dann in der nächsten weiter, in der 11. Bis maximal zur 15. Folge spiele ich ja.
Aber ich hoffe mal sehr, dass es vorher schon klappt mit dieser verfluchten sechsten Nacht. Das ist eine ziemliche Nervenangelegenheit. Scheiß Balloon Boy. Ein Unglück kommt wieder selten allein, ne? Stehen sie gleich beide auf der Matte. Hello. Hello. Lalalala. Hau ab, du WC-Ente. Okay. Ah, da hing schon Spider an der Decke. Okay. Ah, le Brr. Okay. Oh, Leute, 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 Leute. Ah, du schon wieder. Okay. Diese klopfenden Geräusche, die man gerade gehört hat, das war Balloon Boy. Also wenn man die hört, dann verschwindet er wieder durch den Lüftungsschacht und man kann die Maske wieder abnehmen. Lalalala. Ah, Leute. Das ist so gemein. Oh nein, was mache ich denn? Das ist doch nicht... Oh, Easter Egg Freddy. The Golden Freddy Boy. In the house. Ach, Foxy, mach mich nicht wahnsinnig. Du erst recht nicht, Ente. So. Oh Gott, die Spieluhr. Oh Gott, die Spieluhr. Die verdammte Spieluhr. Wieso dieser Penner? Ich hasse dich, du Kackvieh, du. Ich würde dir am liebsten deinen Propeller nehmen und ihn dir um den... Okay. Keine gehässigen Wünsche hier äußern. Ja, wie ich es erwartet habe, es hat nicht funktioniert in dieser Folge. Deswegen geht's morgen weiter. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei bei der 11. Folge von Five Nights at Freddy's 2. Bis dann. Ciao. I'm so happy. Okay. Wir fahren zu unserem Cousin. Ein romantischer Sonnenuntergang. Ich habe Angst, da reinzugehen. Weil wenn ich reingehe, komme ich wahrscheinlich nicht mehr raus. Sind das die verlorenen Seelen? Grusel. Wer bist du denn? Kleines, mieses Alien. Mann! Ich stehe jetzt hier. Es ist plötzlich so ruhig. Oh. Ist das hier? Ein Beichtstuhl? Fuck! Was? Was denn das?